So, hallo zusammen, hier ist jetzt der zweite Teil von dem Zweiradmuseum in Hinningsel von Christoph D. Reik. Jetzt kommt hier die Abteilung Suzuki, eine RG 125, ein Schweizer Modell, was es so in Deutschland nicht gab, von 1989 mit 25 PS. Dann haben wir hier eine Suzuki RG 250 Gamma von 87, ein Zweizylinder, Vorläufer von der RGV mit 47 PS. Eine Aprilia RS 125, offene Version mit 35 PS von 2001, die ehemalige Maschine von seinem Sohn. Hier ist noch eine Zündapp KS 80 von 1981 im Originalzustand ziemlich. Und hier als Highlight nochmal eine 175er Gritzner von 1954, top restauriert von Christoph mit 9,5 PS. Hier stehen noch weitere Objekte zum Fertigmachen, ne? Piaggio Show, diverse Fahrräder. Hier noch eine Gritzer Brummi, die noch restauriert werden muss. Und hier ist, glaube ich, eine KX250 noch von Kawasaki. Alles im All eine tolle Zweitaktsammlung hier beim Christoph. Auch noch hier eine Saxonette im Hintergrund. Wir werden mal gucken, dass wir die ein oder andere Maschine auch noch einzeln im Video vorstellen können. Gehe jetzt noch mal hier schön auf die 175er Gritzner, ganz tolles Teil. Macht's gut, schönen Tag noch.